Ich trage mich mit dem Gedanken, ein hoher Politikon zu werden. Wer wählt denn einen arbeitslosen, reichen, adligen Kleiderständer? Ich fürchte eher, dass es hinderlich sein dürfte, dass ich eigentlich keine politische Vision habe. Das ist doch umso besser. Du bist nach allen Seiten offen. Ja, aber mit der Mähne sieht er eher aus wie ein Barpianist. Nicht seriös genug. Besser. Ja, aber irgendwas fehlt noch. Also, nee. Max, willst du mein Ghost weiter wie in alten Zeiten? Frau Bundeskanzlerin, MdB, Franz Ferdinand, Freiherr von und zu Donnersberg. Meine Frau Viktoria, Freiherrin von und zu Donnersberg, geborene Gräfin von Hohenburg-Bisbacher. Reizend. Zu viele Titel. Ich habe leider nur einen Doktor. Tja, Herr Freiherr, Ihre Chefin findet nur akademische Titel sexy. Max, ich brauche einen Doktor. Du hast doch genug Titel. Und wann willst du die Doktorarbeit überhaupt schreiben? Wieso ich? Ich habe doch nie etwas selber geschrieben. Ich zahle dir auch ein hübsches Sümmchen. Was? Der Michael? Und was jetzt? Das war schließlich dein Mann. Wer hat schon Lust, alles stehen und liegen zu lassen, um für ein paar Monate den Wirtschaftsminister zu spielen? Falls du es vergessen hast, wir haben die schwerste Wirtschaftskrise seit der Nachkriegszeit. Da kannst du mir irgendeinen schicken, der bei drei nicht auf den Bäumen ist. Denn der wird sowieso verheizt. Ich werde aufhören, aber nicht jetzt. Gut, verstehst du nicht? Super, super. Donny ist seit gestern der heißeste Boy in Town. Wir sind endlich ganz oben angekommen. Wir? Du nicht? Nur Donny, dieser Findbeutel. Lisa, ich habe einen Arbeitsvertrag bis zur Wahl. Das sind nur noch ein paar Monate. Da haben wir dich ja ganz schön hochgejatzt. Beliebter als die Kanzlerin. Ah, die erste Hochrechnung. Für die FDP 14,6%, bestes Ergebnis überhaupt auf Bundesebene. Nach dem Ergebnis wird der Guido vor Kraft kaum laufen können. Keine Sorge. Mit Alpha-Mädchen, Alpha-Männchen kenne ich mich aus. Und was machst du mit diesem Donnersberg? Den werde ich wohl ins Kabinett nehmen müssen. Wo dir so ein Rücken gefallen ist bei der Vorpelrettung? Der kriegt das Verteidigungsministerium. Das ist ein politischer Friedhof. Es gibt Dinge, von denen wollen die Menschen wirklich nicht wissen, wie sie gemacht werden. Gesetze und Kriege. Und Wurst. Stoppen! Ich komme! Verteidigung! Ja! Verteidigung! Ja! Ja! Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Riecht nach Sieg. Die sehen wirklich unmöglich aus. Die sind ja noch nicht mal tailliert. Und hoffentlich langweilen sie uns nicht wieder mit ermüdenden Frontkämpfergeschichten. Du musst die nehmen. Hier. Sexiest Man in Politics gewählt worden. Im Verteidigungsministerium geht es um Leben und Tod. Du hast doch keine Ahnung. Das bisschen Regieren, das schaffe ich schon ohne dich. Schön für dich. Gibt es irgendetwas, das ich nicht weiß? Es könnte, glaube ich, beinahe alles sein. Minister sollten nie mehr wissen, als sie wissen müssen. Ich weiß, dass Sie glauben, Sie verstünden, was Sie denken, was ich gesagt habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie begreifen, dass das, was Sie gehört haben, nicht das ist, was ich Ihnen mitteilen werde. Was bitte soll das heißen? Sie sind entlassen. Wegen Unterschlagung von Informationen. Meine Herren? Du? In der Zeitung steht, du bist in Afghanistan. Bin ich auch. Du hast meine Doktorarbeit gefälscht. Darf ich dich daran erinnern, dass du selbst gesagt hast, das wäre eine todsichere Sache, wenn ich beim wissenschaftlichen Dienst abschreibe? Mann, ich bin erledigt! Ich wäre ein guter König gewesen. Kanzler. Der Minister. Am 12. März um 20:15 Uhr in Sat.1.